Auf der ganzen Welt feierten die Menschen den Jahreswechsel, einige davon am Bebelplatz und in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel. 2012 ist nun Geschichte. Christian Wulff und das Bundespräsidentenamt, die Havarie der Costa Concordia oder die Niederlage bei der Fußball-Europameisterschaft, das alles ist nun vergessen, zumindest für den Moment. Um 0:01 am 01.01.2013.